So, da bin ich wieder. Corona Transformation Tagebuch, Tag 83, Teil 83. Es ist Mittagszeit. Ich habe gerade so eine kleine Portion Pasta gegessen. Meine Tochter wartet darauf, dass irgendwie heute noch was Tolles passiert. Das Wetter ist so ziemlich doof, kann man nicht anders sagen. Aber es ist natürlich auch ganz spannend, um mal rauszugucken und, oder sich Bücher vorzulesen gegenseitig. Sie macht das immer ganz toll, weil sie nämlich ein Buch nimmt und dann mit diesem Buch zu ihren Kuscheltieren geht und das ihren Kuscheltieren vorliest. Nun kann sie ja noch nicht lesen, aber sie kann die Bücher teilweise komplett auswendig. Ein Bild für Götter macht riesengroßen Spaß. Gerade hatte ich auch eine Diskussion mit ihr, warum sie eigentlich nicht in den Videos sein darf, die ich da veröffentliche. Das habe ich ihr versucht zu erklären. Ich glaube, sie hat es noch nicht ganz verstanden, so Datenschutz und Privatsphäre und so weiter. Das ist jetzt noch nicht ihr ganz großes Thema. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren ändern. Aber darum soll es heute auch nicht gehen. Ich werde jetzt nicht wieder über die Konstellation Kindergarten und Homeoffice reden. Im Hintergrund seht ihr, glaube ich, irgendwo auch einen großen Luftballon. Das ist so, wie es ist, ja. Wir kriegen das alles hin. Heute Morgen war ich sehr früh, bin schon unterwegs, gleich um 8 Uhr den ersten Skype-Call mit Südkorea für ein kleines Projekt. Und das ist dann auch noch so was, diese ganzen Zeitverschiebungen und so weiter. Man kriegt dann auch mit, wie es in diesen Regionen dort vor Ort läuft. Gerade wenn jemand wie ich in sehr vielen verschiedenen Ländern auch viele Kollegen hat und Freunde hat, dann ist es mir besonders wichtig zu sehen, wie geht es euch da vor Ort. Gerade weil wir ja in unseren Medien nicht so viel darüber lesen, ja. Also gerade auch jetzt irgendwie Südkorea zum Beispiel, da hört man ab und zu mal was, weil da ja sehr große Ausbrüche waren. Aber an sich, was es dann ist und was dann irgendwie, wie es da jetzt aussieht, wie es den Leuten geht, das kriegst du ja gar nicht mit. Und das ist halt dann ganz schön zu sehen, dass es den Leuten gut geht. Auch meine Kollegen in Afrika, in Südamerika, das ist alles ganz gut bis jetzt. Da ist erstmal Ruhe drin. Aber man hofft natürlich, dass da auch nichts weiterhin passiert. Ja, und heute habe ich eine Sache gemacht. Die war schon sehr lange auf der To-Do-Liste. Ich habe einen Termin beim Barber gemacht. Bei meinem Friseur, ihr seht meinen Bart. Ich liebe ja diesen Bart. Und dieser Bart sieht ja auch immer noch extrem gut aus, wie ich finde. So, also obwohl ich jetzt, glaube ich, 3, 4 Monate nicht mehr beim Barber war. Das ist schon beeindruckend. Ja, gut, weil der Barber extrem gut ist und genau weiß, wie man das machen sollte. Und meine Haare, die werden auch wieder radikal kurz werden. Also ihr werdet dann irgendwann diesen großen Unterschied sehen. Wobei ich beschlossen habe, normalerweise machen wir immer hier an den Seiten extrem viel weg, dass das hier unten so voll ist. Das will ich diesmal ein bisschen anders haben. Ich möchte diesmal gerne so haben, dass auch die Seiten jetzt nicht völlig, also nicht super kurz, also super kurz waren sie nie, aber das soll also, ich finde diese Wucht, so dieses Volumen, dieses Bart schon ganz cool. Mir gefällt das wirklich. Also, warum soll man es dann nicht auch am Leben erhalten in irgendeiner Form? Ich genieße das ja. Aber es ist eine Challenge, weil ich weiß natürlich, Barber bedeutet, da kommen dir Menschen, also in dem Sinne habe ich einen speziellen Barber, wo ich immer hingehe, einen bestimmten Laden und da gibt es einen, vor allen Dingen einen Menschen, den ich auch sehr schätze, der das dann immer macht. Aber trotzdem, der kommt dir ja sehr nah. Und ich habe heute noch einen Zahnarzttermin, dann Barber. Und es ist einfach wieder ein erhöhtes Risiko. Und dann haben wir die Situation, dass in Nürnberg die Infektionszahlen bis jetzt nach meinem Wissen extrem gering sind. Ich schaue auch jeden Tag auf der Seite der Stadt nach. Da kann man jetzt sagen, okay, die Chancen sind gering und man hat natürlich auch viele Sicherheitsmerkmale da drin. Und ich denke mal, mit den Aerosolen, gut, das ist noch ein Risiko. Soviel ich weiß, werden die Mitarbeiter dieses Barbershops sowieso die ganze Zeit einen Mundschutz tragen. Also man tut sein Bestes, aber es bleibt so ein Restrisiko. Und jetzt gerade auch, ich habe in meinen Terminkalender geguckt, es gibt natürlich erstmal Berge von Webinaren und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen auch wieder die ersten Aktionen, wo ich wirklich rausfahre in die Welt hinaus quasi, um dort Workshops zu machen. Und da bin ich jetzt schon, gebe ich zu, so ein bisschen nervös, sage ich ganz ehrlich. Ich bin so ein bisschen nervös, weil ein Restrisiko bleibt. Ja? Also ich werde mich an alles halten, was geht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ein Hotel kriege in manchen Orten. Ich werde mich an alles halten, was geht, überhaupt keine Frage. Aber du weißt natürlich nie, ob die anderen auch sich dran halten. Kann ich den anderen eigentlich vertrauen? Ja, und es ist ja eine Situation, ich will da jetzt gar nicht irgendjemandem zu nahe treten. Ich verstehe das. Ja, wir sind alle in einer Krisensituation, alle in einer Stresssituation. Und da mag es vielleicht den einen oder anderen Menschen geben, der sagt, oh, ich habe eigentlich schon so Symptome und so weiter und so fort. Aber erzähle ich es erstmal nicht. Oder mach einfach mal weiter, um meinen Job nicht zu verlieren oder um was, was ich nicht zu verlieren. Ja. Und das ist halt die große Frage, kannst du deinem Gegenüber vertrauen? Vertraust du dem Menschen, der dir gegenüber ist, den du vielleicht auch gar nicht kennst, ja, dass er sich genauso an alles hält wie du? Ja? Und ich merke das beispielsweise, ein gutes Beispiel ist in den U-Bahnen momentan, wenn dann Leute siehst, die Maske tragen, die tragen sie nur auf dem Mund, nicht auf der Nase. Das heißt Mund-Nasen-Schutz, ja, die machen es nur auf dem Mund und die verstehen das halt einfach nicht. Ja? Und natürlich ist anderes Vertrauen, damit ist es gar nicht gemeint, dass das böse Menschen sind, ja, dass es Menschen sind, die in irgendeiner Form jetzt mit Absicht irgendwas hervorrufen oder irgendwelche irren Verschwörungstheoretiker oder irgendwas so. Nein,
Ja, überhaupt nicht, sondern die entscheidende zentrale Frage ist einfach die, bewegen wir uns alle mit allem Verstand, was wir haben, und versuchen wir alle sehr vorsichtig zu sein. Und das ist etwas, was extrem schwierig ist, gebe ich zu. Also das ist was, was für mich schwierig ist. Also das heißt, ich selber kann diesen Raum kontrollieren. Ich selber kann das Verhalten von mir und anderen, also von anderen eben nicht, aber von mir kann ich kontrollieren. Ich weiß, was ich tue. Ja, und in dem engsten Umfeld, Tochter, Ehefrau und so weiter, Freunde oder sowas, da geht das auch. Ja, aber was mit unbekannten Menschen? Du weißt nicht, wie sie drauf sind. Du weißt es nicht. Du kannst nicht abschätzen, was da ist oder was da eben auch nicht ist. Ja, und das ist so ein Problem, wo es um Vertrauen geht. Und ich glaube, das ist auch etwas, wie Vertrauen neu sich entwickeln muss in solchen Krisen und nach solchen Krisen. Wir müssen lernen, allen vertrauen zu können, dass sie sich vernünftig verhalten, auch wenn wir sehr oft vielleicht das Gegenteil davon wahrnehmen, dass sie sich eben nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Und das finde ich extrem schwierig. Ja? Und das ist etwas, das gebe ich zu, das macht mich nervös. Das erzeugt bei mir Stress. Ja, also ich habe bei ganz vielen anderen Dingen in dieser Krise habe ich überhaupt keinen Stress. Das habe ich irgendwann für mich sehr entspannt gesehen. Aber in diesem Punkt, das ist was, kannst du den anderen vertrauen? Ja, kannst du ihnen vertrauen? Und du weißt ja auch nicht, also ich habe das beispielsweise, so eine Sondervariante war beispielsweise, als ich viel in Afrika gearbeitet habe oder auch in Südamerika gearbeitet habe, da musst du ja auch Leuten vertrauen, wenn es zum Beispiel um Krankheiten gibt, ja, also sowas und so fort. Du kannst ja deren, ne, also es gab beispielsweise, gibt in, wo war ich denn, in La Paz, da gab es, es gibt in diesem Land eine Krankheit, Chagas, die Chagas-Krankheit, und es ist von so einem Biss, von solchen Bettwanzen ist es quasi, die hast du in La Paz wohl nicht, ja, aber du musst dann den Leuten vertrauen, die dann sagen, ja, ne, ist alles gut, kann nichts passieren, oder, also ganz viele Dinge, wo du vertrauen musst, und Vertrauen hat ganz viel damit zu tun, ob die Leute sich so verhalten, wie du es kennst. Ja, also es gibt Länder, da mache ich mir viel weniger Sorgen um zum Beispiel Hygienekrankheiten als in anderen. Obwohl die vielleicht, ob rational betrachtet, überhaupt nicht schlechter oder besser sind. Ja, Hintergrund ist einfach der, ich kenne mich da irgendwie aus, ich habe da Automatismen in irgendeiner Form und bin dann bereit, auch eher Vertrauen zu schenken. Ja, weil Vertrauen heißt nicht wissen. Das ist ein ganz wichtiges Element. Das heißt nicht wissen. Ja, und das finde ich ein extrem wichtiges Element, und das brauchen wir in Transformationsprozessen auch in Krisensituationen, in Drucksituationen, wenn wir nämlich feststellen, dass wir einfach jetzt gerade mal anderen Menschen vertrauen müssen. Machen alle mit, ziehen alle mit, sagen mir die anderen Leute alle die Wahrheit. Alles extrem wichtige Fragen, ja, und gerade wenn es um Veränderung geht, ist man ja selber auch in so einer Unsicherheit, ja, also Misstrauen hat ja viel mit Unsicherheit zu tun und natürlich auf der anderen Seite auch mit Überhöhung, Überbewertung sehr oft der möglichen Risiken. Ja, das ist auch so ein Problem. Wir nehmen ja, es gibt ja zum einen die Situation, dass wir rational Risiken da haben, und es gibt auf der anderen Seite die Situation, dass wir Risiken unterschiedlich bewerten. Ja, weil wir da eben keine, was ich was, keine Erfahrung haben, keine schlechten Erfahrungen gesammelt haben und so weiter. Und auch das ist ein Riesenproblem. Also Vertrauen ist ein extrem wichtiges Element. Und das machen wir natürlich im Bereich Vertrauen. Wir versuchen mit Mustern zu arbeiten. Ja, also wir versuchen eine Vertrauensbasis aufzubauen. Das ist das, was Smalltalk ist. Ja, Smalltalk ist ein gutes Beispiel. Smalltalk ist eben nicht nur einfach sinnloses Geschwätz, sondern Smalltalk ist das Aufbauen eines Vertrauens. Ja, wenn ich Smalltalk halte, wenn ich über das Wetter rede, über Fußball, über irgendwas, dann rede ich über Dinge, die nicht etwas mit dem eigentlichen Prozess zu tun haben. Also wo es nicht darum geht, jetzt schon in so einen Arbeitsmodus reinzukommen, sondern ich rede über alles Mögliche. Ja, damit können wir Kommunikationsmodelle abtesten. Wir können sehen, wie reagiert das Gegenüber, ne? Wie reagiert Mann, Frau, wenn ich sage, was ist denn die Art und Weise, wie Humor oder wie irgendwas anderes dargestellt wird oder nicht dargestellt wird. Ja? Und das sind so bestimmte Elemente. Und das ist eben auch das, was immer missverstanden worden ist im Internet. Ja, also müsst ihr euch vorstellen, das Internet war lange Zeit eine verhältnismäßig entspannte Sache. Man hat zwei Computer miteinander zusammengeschlossen, ich vereinfache jetzt ein bisschen, und haben die Daten ausgetauscht. Yippie-yay, kein Problem, geht ohne weiteres. Und dann haben wir einen großen Fehler gemacht, wir haben den Menschen dazwischen geschaltet. Jetzt soll der Mensch das machen. Das Problem ist, der Mensch, ja, der ist gewohnt, über ganz viele verschiedene Facetten, über Körpersprache, über Tonart und so weiter und so fort, so Tonhöhe, Lautstärke und so weiter, zu überlegen, wie meint denn mein Gegenüber eigentlich das, was da gerade gesagt wird? Ist das lustig gemeint, böse gemeint, dies und das? Wir haben ja ganz viele Elemente, nicht nur den reinen Text. Ja, wir sind ja keine Textwesen, sondern wir sind Kommunikationswesen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, und man hat das natürlich dann in der Zeitung, war es ja kein Problem, wenn du Zeitung liest und ein Buch liest, weil da geht es gar nicht um Dialog. Aber sobald du in Dialog reinkommst, wird es extrem schwierig. So, und was haben die Menschen dann gemacht?
Die haben angefangen, digital miteinander über Text zu kommunizieren. Und weißt du aber nicht genau, schaust ja super aus heute. Ja, ob das in irgendeiner Form ernst gemeint ist oder lustig gemeint. Und wie willst du es jetzt machen? Weil du bist ja nicht da. Du kannst ja nicht dein Gesicht zeigen. Du kannst nicht die. Ja? Also haben wir Smileys eingeführt. Ja? Smileys waren letztendlich gesehen nichts anderes als eine vertrauensbildende Maßnahme. Damit kann ich eine Zusatzoption, eine Zusatzinformation reinbauen in das, was ich gerade gesagt habe. Und damit meinem Gegenüber klar machen, wie es gemeint war. Eine vertrauensbildende Maßnahme. Ja? Und deswegen fällt es uns auch immer so schwer, wenn wir in andere Kulturräume reinkommen, wenn die andere Muster da drin haben. Ja? Also, dann ist mich die Frage, wie gehst du damit jetzt um? Und was ist da vertrauensbildend? Ich habe es mal gehabt in Ostasien und da hatte ich halt gelernt, dass mir in dem Fall es wichtig ist, nicht die Hände zu geben, gewissen Abstand und so weiter und so fort zu haben. Also wirklich dafür zu sorgen, dass man die Intimsphäre des Gegenübers wirklich akzeptiert und da jetzt nicht irgendwie mit Händeschütteln und Umarmungen gar hingeht. So, die hatten sich aber auch vorbereitet und hatten dann in irgendeiner Form herausgefunden, in Deutschland, da gibt man sich die Hände und so weiter und so fort. Ergebnis war, ich ging immer einen Schritt zurück, wollte Abstand wahren, die rannten immer auf mich zu. Es war sehr lustig. Am Schluss haben wir mit Gelächter uns entspannt hingesetzt und haben miteinander geredet. Das war dann hilfreich, war so ein klassisches. Aber das ist was ich immer wieder erlebe. Ne? Ich kenne auch viele Kulturen, ich habe viele Kulturen kenne mit einer hohen Körperlichkeit. Also auch nach einer viel höheren Körperlichkeit, als ich jetzt erlebe in Deutschland oder sowas. Ne? Und wo Umarmungen, wo also wirklich auch lange Umarmungen und sich festhalten völlig dazugehört. Ja, also das ist sehr ambivalent, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten und die Frage ist immer, wie gehst du damit um? Und am Schluss geht es immer um vertrauensbildende Maßnahmen. Ja? Ich geht immer darum, Vertrauen zu haben, weil dann kann ich mit dem Gegenüber agieren. Ja? Ich muss vertrauen können, dass das in irgendeiner Form geht. Und wenn es nicht geht, weil ich in einen anderen Kulturkreis komme, dann wird es schwierig. Der andere Kulturkreis ist in dem Fall nicht irgendein anderes Land, sondern das Digitale. Ja, die Digitalität, die Digitalisierung, der digitale Raum. Ja, und der digitale Raum ist ja nur eine neue Bühne mit anderen Optionen, anderer Physik, anderer Kommunikationsphysik. Ja, wo Kommunikation anders funktioniert, wo Echos anders funktionieren, wo Reden miteinander anders funktioniert, wo Zusatzinformationen anders vermittelt werden müssen können und so weiter und so fort. Ja, und das sind so Elemente dabei. Und das mit Vertrauen. Jetzt kommen wir zurück zu der Frage mit meinem Bart und meinem Barber. Genau, ich gehe dann hin und will dann irgendwie meinen Barber, also zu meinem Barber gehen. Ich möchte gerne, dass er den macht. Und ja, ich werde damit leben müssen. Der kommt mir dann nahe. Ja, und ich gebe zu, ich bin nervös. Und eine Restnervosität wird auch nicht weichen. Genauso jetzt wie bei den Terminen, wo ich wieder reisen kann. Ne? Da werde ich in ICE steigen, werde ich in Hotels übernachten. Zum Glück ist es wenig. Ich gebe zu, ich habe es gar keine Lust zu reisen. Ja, nicht, weil ich irgendwie mich gerne zu Hause einigeln will, sondern einfach nur, weil es schon noch mitspielt, dieses Ding so. Ja, und da muss man halt mal schauen, wie das wird. Ich werde es sehen. In dem Sinne, ich werde darüber berichten. Das wird ein interessantes Ding werden. Gegebenenfalls werden dann auch die Videos ein bisschen aussehen, weil ich dann eben meine Videos im Hotel oder im Zug aufnehme und mal gucken, was dann dabei rauskommt. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, werdet gesund, habt Vertrauen zu euch, zu der Welt. Alles wird gut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.